Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Rollenspiels. Ja, ich habe wie versprochen einfach so weit zurückgedaddelt, dass wir hier auch ganz getrost weitermachen können. Wir checken nochmal, hier ist nichts mehr drin. Ansonsten, ich habe hier nicht mal das Gold oder so aufgehoben, das machen wir alles jetzt. Da hinten lag noch was. Hier ist eine Reisetruhe. Oh, seht mal. Ja, das lohnt sich doch schon ganz gut. Hämmer nehmen wir nicht. Gold, da liegt nochmal Gold. Eine wahre Goldgrube, könnte man sagen. Opulente Truhe. Seems simple enough. Don't give me trouble now. Oh, eine 30er. Eieieiei. Theoretisch machbar, aber praktisch wahrscheinlich unmöglich. Oh, kritischer Erfolg? Ne, kritischer Fehlschlag. Nochmal. Ja, leider nicht. Das lassen wir sein. Wir gehen weiter. Vielleicht ist ja hier der Schlüssel drin. Nee. Hier? Nein, ist nichts. Geh nochmal hier hin. Nichts. Wir können einmal aufs Dach raufklettern. Mal gucken, ob da etwas ist. Das sind doch schon wieder solche Planken. Vielleicht geht's jetzt. Ich glaube, hier können wir rein, weil wir könnten hier rausspringen. Warum nicht? Es wird Kieler machen. Ja, das sollte zu machen sein. Hm, shit. Diebeswerkzeug. Ich habe heute kein Würfelglück, habe ich den Eindruck. Oh, nee, komm schon. Und das. Nochmal eine 13. Komm, noch ein Diebeswerkzeug, gönnen wir uns. Ja, endlich, geht doch. Feuerherz. Leidenschaftliche Flammen, wenn du Feuerschaden durch eine andere Kreatur leidest. Ja gut, nehme ich jetzt mal. Weiß zwar nicht so ganz, was... Oh, Kristallkugel. Schriftrolle, sprühende Farben. Gebetsbuch. Verehrte Selune, unsere holde Maid webt unsere Herzen mit silbernen Fäden zusammen, führt uns mit dem Licht des Mondes und benetzt uns mit euren reinen Tränen. Schatten verhöhnen uns, erhört unser Gebet, Schatten verfolgen uns, erhört unser Gebet, Schatten verwunden uns, erhört unser Gebet. Selune, mit eurem strahlenden Licht heilt unsere Herzen mit Fäden aus Silber, lindert unsere Schmerzen im Morgentau und wiegt unsere Seelen zapften Sternenglanz. Wie poetisch. Zweihandaxt, okay. Oh, die kann gut was. 13er Schaden. Ja. Looks empty.
Okay, dann müssen wir jetzt hier mal runterspringen. Das wird uns wieder Aua machen, aber dann ist das so. Jetzt einmal bitte alle zu mir. Naja, wie mache ich das nochmal? Let's move. What's the story? Toast, toast. Oder noch irgendwie runter, besser nicht, wahr? Aber hier ist noch so ein Ei, das nehmen wir mit. Never a dull moment. Another step forward. More for me. Da hinten wäre noch so ein Ding. Hier liegt auch noch Gold. Hier irgendwie weiter? Ne, da geht's nur wieder zurück, okay. Ja, dann können wir jetzt umdrehen und gehen straight da durch. Ich glaube, da müssen wir ja hier irgendwie abbiegen. Der Brauerei war aber schon drin. Ich denke mal, dass wir das jetzt im Größten und Ganzen haben. Deswegen würde ich fast vorschlagen, wir setzen mal zur Schlacht an. Also denke ich mal, dass hier die Schlacht stattfinden wird. Wir gucken mal, was es... Oh, es sind aber viele Leichen. Kartoffelgebäck. Schuppenpanzer. Und Meerrettich. Was haben wir hier? Nichts. 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 Ja, wenn wir so viel tragen könnten, wäre nicht schlecht. Ringpanzerrüstung. Oha, ein Schlüssel ist gut. Ritterrüstung. 18. Das ist doch hier was für was sie, oder? Guck mal gucken, ob sie... Acht 16er Rüstungsklasse. Das ist ordentlich. Was hast du für eine Rüstungsklasse? 15, okay. Na, dann wissen wir, okay, jetzt brauchen wir noch eine 15er, oder? There's an illithid parasite in that corpse. You should take a look. Aber sie ist nicht im Umgang mit schweren Rüstungen geübt. Nichtsdestotrotz, wir nehmen mal eine mit, für den Fall, dass... Es geht an ihn. Oha. Unshackled from shadows. She will rise in moonlit glory and carve a path of brightness to the accursed one's second death. So saith the wise Alondo. That beacon of angelic wrath has taken the fight to Ketherick on the rooftop. In the first line of defense are dead. But storming the tower won't be easy. And if we wait too long, Ketherick will gather his strength and retaliate. For now, though, he's on the back foot for the first time since he returned from the grave. This is it. The spearhead moment. You brought us this far. So how shall we proceed? Ah, ihr seid die hohe Hafnerin, sagt ihr es mir.
If you're hunting one target among many, the key is to isolate and corner it. Now Harpers and I will be the noose that closes in around Keverick. And as it tightens, you go in for the kill. Say the word, and we're off. Eigentlich hätte ich euch lieber in meinem Trupp, Jaira. Ja. I'm touched. But I'm already spoken for. Catherick ist ein formidabler Feind. Ich brauche einen formidablen Verbündeten. Ja, das hört sich doch gut an. Very well. Side by side we'll stand, as we'll rip true souls from a false god. As good a prophecy as any. At the ready, Harpers! In this light, there will be victory. In this light, we will avenge the fallen! The time has come. Keverick will taste of death at last. Okay, jetzt haben wir sie als... Was ist das hier? Schwache Genesung, Wunden heilen, Blitz, Verstricken, 10 Züge lang. 18 Meter Radius, 2 Züge, 18 Meter Radius. Nee, ist die Reichweite, oder? Still breathing. Ja, wir gucken jetzt hier nochmal die Leichen durch. Vielleicht ist noch was Interessantes dabei. Let's have a look. Sonderling, jeden verfluchten Stein umdrehen. Ritterrüstung, dann noch eine braucht man nicht. Oh, guck mal, unser Zauberer kann aufsteigen. Not a good time. Oh, Gedankenschinder-Exemplar. Nice to have, aber wir haben uns ja gegen diesen Pfad entschieden, ne? Oh, noch einer. Hoppala, die Waldfee. Einmal kurz hier reingucken. Gewicht, das du tragen kannst. Aber scheinbar kann sie noch mehr tragen. Let's get going. Lagervorräte, ätzende Knolle. Lagervorräte. Ritterrüstung. Schlüssel. Ja, dann leveln wir nochmal unseren Zauberer, was immer das auch bringen mag. Stufe, Aufstieg. 2 Zauberer erhalten. Du hältst einen Zauberplatz des 4. Grades, die bei einer langen Rast wiederhergestellt werden. Okay. Wow. Was gibt's denn da? Verbannung. Plage. Verwirrung. Schwachen Elementar beschwören. Hört sich interessant an. Dimensionstür. Edwards schwarze Tentakel. Feuerschild. Hülle deinen Körper in Flammen, die im Radius von 3 Meter Licht spenden. Mächtige Unsichtbarkeit. Eissturm. Das hatte Jaira jetzt auch gerade. Tödliches Phantom. Verwandlung. Feuerwand. Tote beleben. Gasförmige Gestalt. Stinkende Wolke. Das hört sich schon mal gut an. Und ich glaube, ich werde den schwachen Feuerelementar nehmen.
Ja, und die stinkende Schneestürme. Stinkende Wolke. Hört sich gut an. Jetzt mal gleich mal checken, ob wir die jetzt auch schon machen können. Oder ob wir dazu erst schlafen müssen. Wo sitzt der Elementar? Hä? Ja, okay, den haben wir jetzt scheinbar nicht dabei. Gut, das ist hier. Da geht's, denke ich, rein. Oh, da oben steht noch einer. Das sieht huge aus. Angreifen? Silently? Und vielleicht sogar draußen verteidigen? Ich weiß ja nicht. So. I'm ready. This way. Gehen wir mal da in die Ecke. Nein, nicht vorrennen! Ihr Trottel! Okay, wir können die anderen auch noch leveln. Das machen wir ja auch gleich. Den Barbar. Vielleicht hilft uns das auch gleich weiter. Klassenmerkmale, was bringt das? Bilderinstinkt. Du kannst nicht überrascht werden. Passivwert erhalten. Ja, Adlerherz. Annehmen. Gut. Klerikus Magikus. Hüter des Glaubens. Verbannung, Todesschutz, Bewegungsfreiheit, Hüter des Glaubens, Dimensionstür, Verwandlung. Yo, coole Sache. Okay, die haben jetzt im Prinzip, die sind jetzt vorgeprescht. Ich bin fast der Meinung, wir gehen jetzt mal mit ihm hier hin. Stinkende Wolke haben wir ja nicht. Schade aber auch. Jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir fangen mit Yaira an. Yes. Stellen die mal hier hin. Is that blood? No, never mind. Let me guess. You need something. Was hat da mehr Power? 40? Let me work my magic. Oder 48. Also die, das hat mehr Power. Okay, die Initiative ist raus. Muss eine Monstrosität sein. Pfeil der vielen Ziele. Um 5 Meter zurück. Na komm, machen wir Säure hier noch rein. C4
zieh dich mal schön zurück, lieber Kühler. Versteck dich mal. Oh, das sind noch mehr. Shitkram. Ah, a little fun at last. Okay, Yaira, du wirst jetzt da unten den Eissturm reinjagen. Glaube ich mal. Kriegen wir den da vorne mit rein? Nee. Hopp. Was war das jetzt? Hä? Hallo? Das hat ja mal gar nichts gebracht, okay? Tolle Verbündete. Das ist ja scheiße. Bin am Überlegen, ob ich mich ein bisschen zurückziehe mit dem. Ehrlich gesagt, mach du mal das. Jüngerin Zrell. Verlangsamt, okay. Ja, immerhin. War jetzt nicht unbedingt das, was ich unter einem Damage-Dealer verstehe. Das sind Attentäter scheinbar. Okay. Das ist natürlich heftig. Neun. Wir ziehen uns noch ein bisschen zurück. Können wir noch was werfen? Gute Frage, ne? Schwaches Gift. Okay, Elixier der Hit, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber gut, es passt von mir aus. Fuck yes. Jetzt stehen wir uns da noch gegenseitig im Weg rum, oder was? Oh Mann. Zwei Stück. Ja, sauber. Ja, das dafür sind die gut. Ah, shit, dafür nicht. Mein Zug. Jetzt hat's gefunzt. Jetzt. Das war gar nicht so schlecht. Boah, die hat's aber zerfetzt, Alter. Also, ich nehme alles zurück, was ich über Yaira gesagt habe. Und behaupte das Gegenteil.
kann sogar noch springen. Dann soll sie mal da zurückhüpfen. So. Um den Dicken kümmert sich hier Schattenherz. Was machen wir als nächstes? Nochmal Feuerball, ne? Wir machen das anders. Wir machen das. Einmal. Ja. Denn so schaffen wir ihn definitiv aus dem Weg. Ich glaube, das waren ja mindestens drei. Und dann hauen wir den Rest hier rein. Jawohl, da ist nämlich der Große schon mal weg. Du kannst da auch stehen bleiben. Dich stelle ich jetzt mal hier an die Fourth Front. Oh, da ist ja einer. Shit, das habe ich gar nicht bedacht. Stimmt, der ist ja da reingehüpft. Halleluja. Was können wir denn da machen? Verfluche eine Kreatur durch deine Berührung. Der Fluch wird irgendwie da ein Nachteil. Nachteil auf Charisma, Nachteil auf... Okay, das hat wohl nicht funktioniert. Jetzt sind die natürlich wieder am Zug. Mal schauen, was passieren wird. Waffe am Boden, scheiße. Nicht gut. Scheiße, scheiße. Eine Hafnerin ist tot. Scheiße, die haben uns die Waffen weggenommen und... Oh, ruhig auch noch, ist sowas Blödes. Das hatte ich mir leichter vorgestellt, um ehrlich zu sein. Hexenpfeil. Blitz. Gehen mal dahin. Sehr gut. Jetzt geh gerne wieder zurück. Ach Scheiße. Er ist weit gekommen. Shit. Ja, jetzt sind wir alle wieder am Platz, ne? Ich schätze mal, dass ich das verlieren werde. Will not win this day.
Wow. Ja, da haben wir keine Chance. Der Kampf wird jetzt im Prinzip abgewickelt. Naja, das bringt nichts. Ja, Leute. Wir haben einen automatischen Speicherstand und so traurig das auch ist, aber ich habe da keine Chance mehr. Guck mal, wir sind alle am Boden oder furchtsam. Wir haben keine Waffen mehr in den Händen. Shatnet wird als nächstes fallen. Ich meine, wir ziehen das jetzt durch, aber ich denke, wir werden den Kampf wahrscheinlich in der nächsten Folge nochmal aufnehmen müssen. Wie lange ist der Feucht noch Pixie sehen kannst du. Oh je. Gut, wir haben theoretisch jetzt hier noch unser Schwert. Der, scheinbar hat es da nur die. Aber wir kommen halt nicht weit, ne? Hab ich noch irgendwas im Inventar? Das war's dann auch schon. Also sie kann noch pushen. Kolossaler Umstimmtriff. Kampfrausch. Auf geht's, komm, mach sie platt. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance. Jüngeren Zell, komm, mach sie platt. Jawohl, Karlach. Karlach? Was ist mit ihr? Ist nicht erreichbar. Ich treffe alle. Okay, sie ist schon mal verputtet. Hat sie noch eine Waffe dabei? Nee, scheint nicht so zu sein. Ja, dann beende mal den Zug. Wir zocken es jetzt durch, aber ich denke, ich muss laden. Ja. Also wir haben die auch schon dezimiert, so ist es nicht. Eieieiei.
Nicht Bewegungsreichweite. Hä, warum habe ich jetzt sie eigentlich gepunished? Sie ist auch down. Die Frage ist, hätten wir hier irgendwo seitlich irgendwo lang gehen können und... Komm, verwandle dich mal hier in einen Bären, schätze ich mal, oder Jaguar. Okay, aber immerhin, wenn ich das richtig sehe, dann ist er jetzt hat volle Dingspunkte. Ne? Kann das sein, dass... Doch. Hm? Seltsam. Naja, wir testen das jetzt einfach gar durch. Also die Adepten sind... Ja, Leute, ein trauriges Ende für diese Folge, aber wir sehen uns beim nächsten Mal und ich muss mir scheinbar was einfallen lassen. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann, euer Don Firenze.